Herzlich willkommen zu Faszination Israel. Heute gibt es in unserer Gesellschaft immer mehr Menschen, die fordern, dass man einen Schlussstrich unter die Geschichte zieht. Antisemitismus ist wieder auf dem Vormarsch und er ist in ein neues Gewand geschlüpft, das heißt Anti-Israelismus. Die internationale christliche Botschaft setzt sich dafür ein, dass die Geschichte nicht vergessen wird. Und sie steht an vorderster Front im Kampf gegen Antisemitismus und gegen Rassismus. Ich bin jetzt hier in Haifa und ich treffe gleich eine Frau, die die fürchterlichen Lager in Auschwitz und Bergen-Belsen überlebt hat. Und ihre Geschichte ist einzigartig. Hallo, schön, schön erwartet. Danke. Schön, dass wir hier sein dürfen. Gerne. Naomi freut sich. Shalom, Naomi. Shalom. Sitzen bleiben. Schön, dass wir kommen durften. Ja. Noemi Isaac wurde 1929 in Rumänien geboren. Mit 89 Jahren sagt sie selbstbewusst: Ich habe nichts vergessen. Das sind ihre Eltern? Großeltern. 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 Da ist mein Vater. Das ist meine Oma. Ja. Und das ist der Opa, das ist die Tante und der Onkel. Nur wenige Fotos haben den Holocaust überlebt. Noemi stammt aus einer erfolgreichen jüdischen Familie von Intellektuellen. Ihr Vater war Arzt. Sie sprachen Deutsch und waren sehr gebildet. Von ihrer Mutter hat sie nur ein einziges Foto retten können. Noemi hat ihre Mutter besonders geliebt. Während des Ersten Weltkriegs absolvierte ihre Mutter sogar das Abitur in Wien. Sie war eine außergewöhnliche. Es gibt nicht viele solche. Ich weiß, dass meine Mutter, wir waren sehr moderne Familie. Und das, was ich mich erinnere, dass meine Mutter jeden Freitagabend hat die Kerze angezündet und gebetet. Und uns, ja, dass wir Juden sind. Noemi war gerade 14 Jahre alt, als die Nazis begannen, alle Juden aus Siebenbürgen zu deportieren. Auch ihre 3 Jahre ältere Schwester wurde mit ihr, der Mutter und der Großmutter abtransportiert. Und 1944 hat man uns weggeführt nach Auschwitz, erst in Ghetto. Einige Monate und nachdem hat man uns in Waggonen eingestellt, in Viehwaggonen und hat man weggeführt. Wo war das Ghetto? Das Ghetto in Satmar, Satu Mare. Und mit den Gepäcken hat man uns in die Waggonen gestellt, eingesperrt. 72 Personen, wissen Sie was, das war in einem Waggonen, 72 Menschen. Die haben gehabt einen Eimer, die haben sich gebracht, einen Eimer. Hat man gestellt, dem Eimer in die Ecke. Und jeder hat gemacht, was gebraucht hat in diese Armen. Und wenn man das voll war, hat man über dem kleinen Fenster rausgeworfen. In der Nacht um 2 Uhr sind wir angekommen in Auschwitz. Und es waren Reflektoren, so wie hätte sollen am Tag sein. Und man hat aufgemacht die Tür und hat man gesagt, raus, raus. Wir sind herausgesprungen. Während der Fahrt sind viele Menschen, vor allem die Älteren, gestorben. Ihre Leichen lagen auf dem Boden der Waggons. Wir sind gestanden, 5 in eine Reihe.
mit meiner Oma und mit meiner Tante, die Schwester von meiner Mutter, und sind wir so gestanden, die Tante, die Oma und ich und Mutter und Schwester. Ganze Familie. Ja. Die andere von der Familie waren in andere Waggonen und anders aufgestellt. Können Sie sich noch erinnern, als Sie da standen, was haben Sie da gedacht? Wir haben nicht gewusst. Nicht gewusst. Nur hab ich gesehen, der SS-Mann mit solch geglänzten Stiefeln, wie ein das habe ich gesehen. Und dann hat er angefangen zu wählen, nach links, nach rechts. Und dann hat für meine Tante gesagt, nach rechts. Und für die Oma nach links. Und dann hat meine Tante gesagt, ich bitte, ich kann meine Mutter nicht allein lassen. Sie war schon in meinen Jahren, was ich jetzt habe. Und sie war viel schwerer. Sie sagte, geh mit. Hat der SS-Mann gesagt, geh mit. Wer hat keine nicht gewusst, dass die geht in zum Sterben, geht in die Krematorium. Der letzte Weg. Das heißt, man hat ihnen ihre Sachen, ihren Koffer, alles abgenommen, als sie ankamen. Wir haben gar nichts mehr gehabt davon. Nicht einmal das, was auf uns, auf unser Körper war, ist sie dort geblieben. Und man, nach dem Bad hat man aufgemacht die Tür, ist er reingekommen mit einem Wagen, so, mit was man Beton macht. Und hat zwei Männer sind gewesen mit gestreiften Kleidern. Und man hat uns angeschaut. Das ist für dich und das ist für dich. Und man hat dann geschaut, ich habe bekommen ein schwarzes Kleid, sehr elegant, war wahrscheinlich ein Abendskleid und das war auch sehr lang. Meine Mutter hat das abgerissen und hat gemacht so kleine Stückchen, weil wir haben keine Klopapier gehabt. Wir haben müssen mit etwas uns schmieren und reinigen. Und jedes Mal haben wir das ausgewaschen. Nicht weggeschmissen. Das war wert. Und das habe ich bekommen. Keine Schuhe, keine gar nichts. Da habe ich bekommen eine holländische Holzschuhe. Pantoffeln. Ja. Dann waren wir dort einige Zeit und man ist gekommen, um zu fragen, wer will arbeiten. Und ich habe mich gleich gemeldet. Mit meinen 15 Jahren habe ich mich gemeldet zu arbeiten, weil man hat man gesagt, dass wir werden noch eine Portion Essen bekommen. Und ich habe gedacht auf meine Mutter und auf meine Schwester und es war gut, dass ich bin gegangen arbeiten. Über dem Weg war noch ein Lager und dort war keine Küche, nur bei uns. Und wir haben gebraucht dreimal im Tag das Essen dort überführen. Und das habe ich mich angenommen und lange Zeit habe ich dort gearbeitet und habe ich bekommen noch eine Portion Essen. Und da konnten Sie auch Ihrer Mutter und Ihrer Schwester ja, was bringen? Ja. Wussten Sie das, als Sie dann in Auschwitz waren, hat man das dann in den Baracken gehört, dass die Juden vergast werden? Das Krematorium ist gewesen. Wir haben gespürt und wir haben gesehen. Und dann wir haben gesehen dem Feuer und dem Geruch. Während die Mütter zur Zwangsarbeit gehen mussten, haben die Aufseherinnen ihre Kinder zur Gaskammer geschickt und umgebracht, ohne den Müttern etwas zu sagen. Und dann man hat gefragt, wo ist mein Kind, wo ist mein Kind, alle junge Frauen. Und dann haben sie verstanden, die waren keine dummen Frauen. Dann haben sie bekommen einen Schock. Und ich erinnere mich, dass Haare haben sie schon nicht mehr gehabt, aber haben sie gehalten, den Kopf. Und haben gesagt, dort tun sie mein Kind brennen. Hm. Und die haben die Augen gehabt, wie wenn man verrückt geworden sind.
Und ich erinnere mich auf das. Es waren viele Tragödien, aber wir haben nicht verstanden. Wir haben nicht verstanden, nur haben wir verstanden, dass wir sind immer in Lebensgefahr. In der Nacht um 2 Uhr tut dich aus und der ganze Block heraus, ohne Kleider zu sehen, ob du mager bist oder du bist nur noch für die Arbeit oder du kannst gehen zu verbrennen. Was war Ihre schlimmste Erfahrung in Auschwitz? Dass Irma Grese das Kind umgebracht hat. Ich war in Schock. Meine Mutter hat nicht gewusst, was mit mir zu anfangen. Ich habe gesehen, wie man ein kleines Kind umbringt. Über 30.000 Frauen waren in den Baracken inhaftiert. Sie wurden von KZ-Aufseherinnen beaufsichtigt. Irma Grese, 22 Jahre jung, war 1944 die Aufseherin des Frauenlagers in Auschwitz-Birkenau. Sie wurde auch die Hyäne von Auschwitz genannt. Sie war ein Schreck für alle Menschen, alle Frauen sind weggelaufen, waren sie hereingekommen in dem Lager. Was sie dort aufgeführt hat, das war schrecklich. Inwiefern? Was hat sie gemacht? Nur ein kleines Kind weint. Es ist nicht mit was zuzudecken, aber sie hat gehört, sie hat gewusst. Sie hat gewusst, dass ein neugeborenes Kind ist in dem Block von drüben. Sie ist hereingegangen, hat dem kleinen Baby genommen, zwischen die kleinen Füße. Ich bin noch heute, ich fühle mich sehr schlecht, davon zu reden. Hat die kleinen Füße zwischen die Finger genommen, hat sie es herausgebracht, hat ihr geklemmt, einen Klapp auf den Wand und aus war. Und das haben Sie gesehen? Haben wir gesehen. Das haben wir gesehen. Ich habe Angst gehabt, alle haben mir Angst gehabt, aber es war nicht was zu tun. Weil wir haben diese Irma Grese gesehen, sind wir alle weggelaufen, weil sie hat ein Knüppel und getragen. Das hat noch eine gemacht in die Toilette, weil wir haben gesessen, ist sie hineingesprungen und auf dem Po das gegeben. Und es ist passiert, dass fast alle haben wir Durchfall gehabt und eine ist aufgesprungen und das ist ihr, sollt ihr mir verzeihen, ist ihr heruntergelaufen auf die Füße und dann hat sie gestanden dort und sagt sie, jetzt nimm es zusammen, dann mach es rein. Wir waren außer uns. In der Hölle des KZ Auschwitz wurde dann ihre geliebte Mutter ermordet. Wir haben meine Mutter dort verloren. Und mit meiner Schwester sind wir gewählt geworden, nach Grünberg in die Munitionsfabrik zu arbeiten. Das war dann ab September 1944. Ja, ja, ja. Und da haben Sie Ihre Mutter danach nicht wieder gesehen? Nein, wir haben nicht mehr von meiner Mutter gewusst. Ihre Mutter wurde, wie die Großmutter und Tante, in die Gaskammer geschickt, ohne dass sie Abschied nehmen konnten. Und so sind wir in Grünberg gekommen, beide, ohne Mutter. Und bei mir war es so, dass ich war sehr, sehr flink und sehr... Und der in der Fabrik dort, der Leutnant hat gesehen, dass ich so fleißig bin. Hat er mich genommen auf den Achsel. Ich dachte, so muss man arbeiten, ihr kennt euch ansehen. Nicht einmal dort habe ich gekannt, etwas nicht gut zu machen. Was war das für eine Fabrik? Was haben Sie da gemacht? Kugel. Munition? Ja, Munition, ja. Aber jedes Mal, wir haben 12 Stunden gearbeitet, gewechselt. Eine Woche so und eine Woche so. Und das war's.
Wie lange waren Sie in diesem Arbeitslager? Von September bis Anfang Januar. Anfang Januar haben wir angefangen zu gehen auf die Todemarsch. Die russische Armee ist dann vorgerückt, war in Polen und dann, ja, und dann, was hat man dann mit Ihnen gemacht? Ja, hat man uns genommen, herein ins Deutschland. Und wie sind Sie nach Deutschland gekommen? Auch zu Fuß. Zu Fuß? Zu Fuß. In dem Winter, mit dem großen Schnee. Im Januar? Januar. Viele sind auch gestorben auf dem Weg. Haben sie nicht gekannt, das aushalten. Zum Beispiel, wissen Sie, wie in Deutschland, ich habe gesehen in Schnee ein Kraut. Ich habe wollen das nehmen und er hat schon gestanden mit dem Gewehr. Habe ich es nicht genommen. Ich war hungrig, aber wir waren einmal eingesperrt in so einen Platz, wo Stroh war und alles, war eine Hase. Und wir haben das gestohlen und wir haben das rohe Fleisch gegessen und mit dem Hand zerrissen. Wie war das nachts bei dem Todesmarsch? Sehr viele sind gestorben auf dem Weg, sehr viel. Wir sind vielleicht ein Drittel angekommen nach Bergen-Belsen. Und dann in Bergen-Belsen, wir sind angekommen. Mein Gott. Das war noch eine Tragödie. Dort sind die Menschen gestorben, wie die Fliegen. Es war kein Essen, es war kein nichts, kein Wasser, kein. Ich habe gestohlen Wasser von dem Basin, wo die SS-Männer haben sich gebadet. Ich habe gefunden eine kleine Dosen, so eine von Konservendosen, habe ich es gemacht. Ich soll können das herunterlassen und auf den Bauch gegangen bis dorthin. Dann habe ich es in die Ecke heruntergelassen zu stillen Wasser. Dass meine Schwester soll haben, was zu trinken. Können Sie sich an den Tag erinnern, als die englischen Soldaten kamen? Ja, ich war nicht draußen, weil ich habe schon nicht mehr gekannt, stehen auf die Füße. Bei mir die Adern da sind so zusammengezogen, dass ich habe nicht gekannt stehen. Und alle waren doch krank, alle waren mit Typhus. Alle waren krank. Und den nächsten Tag sind sie alle gestorben, nach der Befreiung. Sind mehrere gestorben wie früher. Alle waren wir krank. Es war nicht eine, welche gesund war. Aber meine Schwester leider ist krank geworden. Und man hat uns nach der Befreiung hat man uns gewählt, wir sollen nach Schweden gehen zum Erholung, aber meine Schwester ist in Lübeck gestorben in dem Krankenhaus. Und das ist, was in mir geblieben von meiner Schwester. Die Seife. Das ist die Seife von dem Konzentrationslager. Auf das war geschrieben, Rief. Das ist mit Fett von Menschen. Das, was bei dem Krematorium abgerinnt hat, wenn man sie verbrennen hat. Man hat auch benutzt. Und das hat Ihre Schwester dabei gehabt? Das war meine Schwester, ihre. Und dann habe ich gesagt für meine Kinder, wann ich werde sterben, sollt ihr in meinen Grab das hereinwerfen. Das nicht mehr. Das kann man nicht vergessen.
Das geht mit mir ins in Grab. Viele Jahre nach dem Krieg, 1962, wandert Noemi nach Israel aus. Der Anfang war nicht leicht. Eine neue Sprache, eine andere Kultur. Sie zieht zwei Töchter groß und heute hat sie 6 Enkel und 17 Urenkel. Das ist ihr ganzer Stolz und ihre Freude nach all dem Leid, was sie ertragen hat. Auch ihren Nachfahren hat sie schon viele Male ihre Überlebensgeschichte vom Holocaust erzählt. Waren Sie mal wieder in Auschwitz? Ich war mit Jugend von Israel zweimal, wie ich für die Kinder erzählt habe und wie viel habe ich das, was wir mitgemacht haben. Mit Schulklassen fährt sie mehrere Male zur Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz und setzt sich dafür ein, dass dieser Teil der Geschichte niemals vergessen wird. An dieser Mauer, davon ist sie Augenzeugin, wurden damals Häftlinge erschossen. Am Ende bleibt ihr nur ein Triumph über das Todeslager, dass sie ihre Geschichte mit anderen teilt. Was haben Sie die ganzen Jahre über Deutschland und über die Deutschen gedacht? Schauen Sie, es ist nicht hundertprozentig schlecht und nicht hundertprozentig gut. Es sind immer noch Menschen, welche gut sind. Und immer, ich habe gekannt eine deutsche Familie, was sehr befreundet war mit Juden. Und die Kinder waren sehr gut zusammengewachsen. Und ich habe gesehen, dass es ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Sind Sie christlich oder jüdisch erzogen worden? Ich glaube in Christus. Und wie war das für Sie während dem Holocaust, Ihr Glaube und Gott? Damals habe ich nicht auf das gedacht. Ich war jung, zu jung, dass ich soll mich entscheiden, was ich will. Haben Sie gebetet in den Lagern? In Lager gebetet? Nein. Nein, ich habe gesagt, wann Gott hat uns das so weit gebracht, dass man umbringt, so wie eine Fliege oder wie ein... Nein, glaube ich nicht. Aber nachher, wann ich schon befreit war und ich war schon groß und ich war schon habe geheiratet und habe Kinder gebracht auf der Welt, dann, das war schon anders. Man glaubt schon anders. Haben Sie ein bewegtes Leben hinter sich? Ich habe etwas mitgemacht. Und jetzt will ich mir nur meine Ruhe haben. Nichts anderes. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben. Ich hoffe, Noemis Geschichte hat Sie genauso bewegt wie mich. Wir können und dürfen keinen Schlussstrich unter unsere Geschichte ziehen. Deswegen gibt es auch die unabhängige Sendereihe Faszination Israel, die sich dafür einsetzt, dass Geschichten wie diese nicht vergessen werden. Wenn Sie mehr über die Arbeit der ICJ erfahren möchten, dann besuchen Sie uns gerne auf unserer Webseite icej.de oder bestellen Sie das kostenlose Magazin Das Wort aus Jerusalem. Schön, dass Sie heute dabei waren. Ich verabschiede mich heute von Ihnen aus Haifa mit einem herzlichen Shalom.